Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Andy Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der letzten Folge haben wir uns mit boah, wie ist der nochmal, Luxord gemessen und ja, war schwer, schwerer als gedacht. Und ja, ich habe vor welches Tor nochmal angefangen? Na, wisst ihr noch? Ist er noch? Nein, okay, ich sag's euch, vor dem hier. Nein, vor dem hier. Und zwar das von Laxeos. Lexeos, ich werde den Namen nie richtig aussprechen können. Und ja, mir ist eingefallen, ich sollte vielleicht Dingens ausrüsten. Aber man muss ja irgendwie blocken, damit der Typ irgendwie kurz offen ist. Und das ist ja auch ein Situationskommando. Ein Situationskommando bedeutet dann Seelenwächter. Boah. Ja. Was noch? Wenn euch der Part gefällt, könnt ihr natürlich ein Abo, ein Like, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch sehr weiterhelfen. Und ja, zwei Leute haben wir erledigt, kommt jetzt der dritte. Und zwar Lexeus, was weiß ich. Machen wir den platt. Ich meine, der ist auch nicht so schwer. Und da ist ja mal, ich hab ja schon gegen die alle gekämpft, auch in deren Dataform, aber ich versuche so die Reihenfolge nachzugehen, welcher jetzt nicht so schwer sein könnte. Und ich glaube, er ist auch noch sehr niedrig. Bei ihm muss man eigentlich immer nur abwehren, im richtigen Zeitpunkt, dann kann man den angreifen. Also nicht, wenn er zum Beispiel hier über 9000 Kraft hat, zum Beispiel. So. Und das ist ein Situationskommando. Das hat einen ganzen Balken abgezogen. Oh mein Gott. Oh ja, das wäre nicht so gut. Oh, ich kann ihn gar nicht mal angreifen. So, wir haben ihn schon 4 Balken abgezogen, das ist sehr gut. Ich glaube aber, der tut sehr viel mehr Schaden richten an. Geh weg. Als in seiner Nicht-Data-Form. Mit der Sinn macht, ne? Von einem. Au! Aber bis jetzt macht er noch nicht so viel Schaden, aber kommt noch. So, na. Ah. Muss eigentlich nur abwehren, ne? Aber ich krieg das nicht hin bei dem. So, boah, schon wieder einen Balken abgezogen, ey. Ja. Ja, den stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Der hat auch nicht so ein blöd wie Luxord hier. Oh Gott! Nein! Out! Nein, ich schon wieder gegen den Boden. Ich habe auch Donald und Goofy, die können ja auch noch die Haut retten. Ich habe übrigens Goofy hat Abilitamin gegeben, als ich letztens bekommen habe. Damit kann er jetzt Itemboost ausrüsten. Wurf. Wurf. Der war chillig. Ja, ich habe doch abgewehrt. Wurf. Ja, ich glaube, der Kampf wird ein bisschen einfacher. Immer noch. Nein, jetzt nicht mehr. Ja. Den Kampf habe ich voll unter Kontrolle. Wahrscheinlich an der Rolle. Mein Gott. Meine Güte, war schon leicht. Ein kurzes Vergnügen. Bei mir, da sollte ich nicht stehen. Ich meine, man könnte ja auch die ganze Zeit Refleck einsetzen. Könnte man auch die ganzen Steine zu abwehren. Aber ich mache das lieber so. Und das war's schon. Das war ein vierminütiger Kampf. Was? Okay. Ja. Hoffe, euch hat's gefallen. Ich trinke mal einen Schluck und wir haben flüchtige Versionen bekommen. Ach, das ist auch perfekt. Warte mal. Ich muss mir ja noch ein paar Gegenstände herstellen. Genau, warte mal. Ich habe ja jetzt Zeit. Wir gehen jetzt kurz zum Mogi-Shop. Boah, ist das weit. Das ist noch voll weit bis zum Mogi-Shop. Flüchtige Version brauche ich nämlich für einige Sachen.
ich mir herstellen muss noch. Ich kann mir zum Beispiel Vollblüte noch mal herstellen. Vollblüte plus. Dann tut sich meine MP-Aufladung noch mal verkürzen. Durch selbst ohne die Ultima-Klinge hier extrem wenig Dingens Zeit benötigen, um meine MP wieder aufzuladen. Da kann ja auch nicht schlecht sein, ne? Aber ich glaube, ich kann auch eine Waffe für Donut oder so herstellen. Aber in erster Linie muss ich erstmal für mich was herstellen. Ja, irgendwas muss ich hier, glaube ich, noch herstellen. Ne? Schattenarchiv, beständige Version, okay. Da kommt man auch von irgendeiner Organisation 13 Mitglied, glaube ich. So. Verdammt. Ich brauche eine beständige Version. Nein. Ja, okay, dann weiß ich jetzt, wo ich die herbekomme. Ich werde ein paar Mal Lexeos kaputt hauen. Oh ja. Ich werde erstmal ein Centurio herstellen. Centurio Plus, machen wir, ob der es für Donald bringt. Ach, der ist das. Verdammt. Den wollte ich jetzt nicht unbedingt haben, aber egal. Ich weiß jetzt, wo ich flüchtige Versionen herbekomme, also ist das jetzt nicht schlimm. Gut. Schadenskontrolle. Meine Güte. Ist leider ein Stab für die Offensive, also nicht gut. Aber egal. Ja, das war es dann schon für diesen Part. Ist ein bisschen kurz, da wird definitiv ein nächster Part noch drangehängt am Tag. Und ja, würde ich sagen, ich bedanke mich alle fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Abo, ein Like, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge auf Let's Play Kingdom 2 Final Mix, wo wir nächste Organisation 13 Mitglied kaputt hauen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.